Ich werde dir heute etwas über deine Hängebecken erzählen, was dir vermutlich noch nie jemand gesagt hat. Du solltest es aber wissen, wenn du dir eine schönere Gesichtskontur wünschst. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video über Hängebecken, diese Ansammlung schlaffer Haut an der Kinnlinie, wegen der mich so viele von euch fragen. Ich bin die Autorin von She Start Botox und der Name ist Programm. Auch heute zeige ich dir wieder, wie du nicht gegen deinen Körper kämpfst, sondern deinem Körper hilfst, selbst etwas gegen die Hängebäckchen zu tun. Am Ende des Videos verrate ich dir, welches Nahrungsmittel deine Hängebäckchen so richtig, richtig schlimm macht. Und damit sind wir schon beim Thema. Die Ausprägung deiner Hängebäckchen sowie allgemein die Neigung zu hängenden Haut hängt laut der traditionellen chinesischen Medizin stark mit der Ernährung zusammen. Wenn deine Hängebäckchen besonders ausgeprägt sind, deutet das auf eine Milz-Qi-Schwäche hin, die ich dir gleich erklären werde. Aber natürlich hängt die Entstehung der Hängebäckchen mit dem Absinken des Gesichts zusammen. Dazu habe ich dir bereits eine dreiteilige Videoserie erstellt, wo du Gesichts-Yoga-Übungen und Gua Sha-Griffe hast, die die Kinnlinie straffen. Empfehlenswert ist es hier dennoch, das ganze Gesicht zu üben, weil es natürlich schwer ist, nur unten zu straffen, wenn oben alles schlaff ist und nach unten drückt. Solche Programme fürs ganze Gesicht findest du in meinem Online-Kurs, den Link gebe ich dir unter das Video. Dort hast du Programme, die das ganze Gesicht straffen, wo du 1:1 mit mir üben und massieren kannst. Und aktuell bekommt ihr von mir ein neues Video in den Online-Kurs geschenkt, und zwar ein Schrüpfvideo mit speziellen Griffen gegen Hängebäckchen. Doch darüber hinaus gibt es Dinge, die du wissen solltest, nämlich, dass wenn dein Milz-Qi schwach ist, sich das auch in deinem Gesicht widerspiegelt, und zwar in Form von Hängebäckchen. Was ist jetzt dieses Milz-Qi, welches auch die Mitte genannt wird, was ja auch schon vielsagend ist, weil wir schon eine schwache Mitte haben. Das Milz-Qi ist für die Verwandlung von Nahrung in Energie zuständig. Das bedeutet, dass wenn dein Milz-Qi schwächelt, du dich noch so gesund ernähren kannst und noch so viele Nahrungsergänzungsmittel nehmen kannst, dein Körper wird sie nicht verwerten können. Dein Stoffwechsel wird langsam und du nimmst leicht zu. Außerdem bist du oft müde und energielos, deine Verdauung macht dir zu schaffen, du bekommst leicht Zellulitis und Besenreißer. Du siehst also, wie wichtig dieses Milz-Qi ist. Es spielt eine tragende Rolle für deine Gesundheit, für deine Schönheit, aber auch für dein Gewicht. Die traditionelle chinesische Medizin beschuldigt als Grund für die Entstehung der Hängebäckchen ausdrücklich nicht die Schwerkraft, sondern den Milz-Qi-Mangel. Wenn du deine Milz stärkst, wirst du merken, dass dein Stoffwechsel wieder schneller ist, dass du dein Gewicht leichter halten kannst, dass sich deine Verdauung verbessert, du hast wieder mehr Energie und Zellulitis und Hängebäckchen verbessern sich auch. Und hier sind vier Dinge, die deine Milz schwächen. Erstens, Rohkost. Der Ratschlag lautet, nur eine Handvoll am Tag. Und ich weiß, Rohkost enthält mehr Vitalstoffe als gekochtes oder gedünstetes Gemüse. Nur belastet sie die Verdauung leider so stark, dass dein Körper diese Vitalstoffe nicht aus der Rohkost ziehen kann. Und deswegen lautet der Ratschlag, wenn du deine Milz stärken willst, eher auf gekochtes oder gedünstetes Gemüse und Obst zurückzugreifen. Zweitens, kühlende Lebensmittel wie Joghurt, Milch oder kalte Getränke. Drittens, zu viele Brotmahlzeiten, die große Schwäche des Westens. Und viertens, Zucker und Fertigprodukte. Und hier sind vier Dinge, die deine Milz mag, die ihr gut tun. Erstens, mindestens 2 gekochte Mahlzeiten am Tag, gerne auch mehr. Und gekocht bedeutet nicht unbedingt warm gegessen. Das ist nicht so wichtig. Es ist nur wichtig, dass die Speisen durchs Kochen oder Dünsten verdaulicher gemacht sind. Zweitens, gekochtes Getreide wie Haferflocken, Reis oder Polenta. Drittens, deine Milz liebt warmes Frühstück. Und viertens, gekochtes Gemüse und Obst. Noch mehr über diese Zusammenhänge habe ich dir in diesem Video erzählt. Den Link dazu findest du entweder ganz oben oder auch unten in der Beschreibung. Eine starke Milz ist essentiell wichtig für gutes Aussehen, aber auch für gute Gesundheit. Und du musst nicht sofort alles umstellen. So Kleinigkeiten wie ein saftiges, warmes Frühstück oder das Bewusstsein, dass Birnenkompott,
nahrhafter sein kann als eine roh gegessene Birne, bringen schon ganz, ganz viel. Und nun kommen wir von den energetischen Zusammenhängen zurück zu den vielleicht ein bisschen leichter nachvollziehbaren. Wer von uns hat nicht irgendwelche Verspannungen im Nacken? Wir wissen es alle, wir bewegen uns zu wenig, wir bewegen uns zu einseitig und das macht dem Nacken zu schaffen. Aber was bedeutet das für deine Kinnlinie, für deine Gesichtskontur, wenn dein Nacken so verspannt ist, dass sich im Hals- und Nackenbereich die Muskulatur verkürzt? Sie zieht an der Gesichtsmuskulatur und lässt deine Kontur verschwinden. Deswegen mein Ratschlag, widme dich diesem Bereich, dehne dich, dehne deinen Nacken, dehne deinen Hals. Und es gibt auf YouTube unzählige Videos mit tollen Yoga-Übungen, die hier super helfen. Dazu gehört zum Beispiel die stehende Cobra, wo man hinter dem Rücken die Hände verschränkt und die Schulter nach unten zieht, den Kopf nach oben. Und du kannst die Übung noch verstärken, indem du deinen Unterkiefer nach oben schiebst oder versuchst sozusagen die Decke zu küssen. Da merkst du ganz, ganz viel Dehnung im vorderen Bereich. So ähnlich ist beim heraufschauenden Hund oder bei diesen Drehpositionen, ja, wo hier alles durchgedehnt wird. Widme dich der Dehnung, sie ist sehr, sehr wichtig für schöne Gesichtskonturen. Und bevor ich dir verrate, welches Nahrungsmittel dein Gesicht so richtig, richtig aufgedunsen macht, möchte ich noch über eine Sache sprechen, die für die Hängebäckchen wichtig ist. Und das ist die Lymphe. Wenn sich die Lymphflüssigkeit in unserem Gesicht staut, und das tut sie ab einem bestimmten Alter nun mal gern, dann verschlechtert das die Hängebäckchen. Deswegen finde ich, dass eine selbstgemachte Lymphdrainage, die man so dreimal in der Woche macht, viel wichtiger ist als jede Maske dieser Welt. Weil, wenn sich die Lymphflüssigkeit unter der Haut staut, dann ist das Gesicht so uneben und das wirkt alt. Es verschlechtert dann die Tränensäcke, die Hängebäckchen. Man sieht deutlich den Unterschied zwischen einem frisch massierten Gesicht, wo die Lymphe abgeflossen ist, und einem Gesicht, wo sich das einfach alles staut. Ich persönlich mache das in Form von den fernöslichen Massagen, Schrüpfen und Schaben. Ihr kennt mich, ihr wisst, ich bin ein großer Fan, weil es einfach so leicht zu lernen ist und so leicht geht, so schnell geht. Es muss für mich immer machbar sein. Wenn ich etwas 2-3 Mal in der Woche machen muss, dann darf es nicht länger dauern als 10 Minuten. Wenn du Lust hast, das mit mir zu lernen, kannst du in den Online-Kurs schauen. Wie gesagt, den Link gebe ich dir unter das Video. Und nun, ich kann nicht über Hängebäckchen reden und nicht erwähnen, welches Lebensmittel unser Gesicht so richtig aufgedunsen und alt aussehen lässt. Ich kann es bei manchen Gesichtern richtig ablesen, dass der Mensch ein bisschen weniger davon essen sollte. Und das ist Gluten. Gluten, dieses Klebereiweiß, das vor allem im Weizen vorkommt. Aber keine Angst, ich weiß, die meisten kriegen Stress, wenn ich das sage. Es heißt nicht, dass du keinen Weizen mehr essen darfst. Es ist nur so, dass die meisten von uns einfach deutlich weniger davon essen sollten. Ganz krass habe ich das bei meinem Mann erlebt. Eine Weile ist mir aufgefallen, dass sich seine Nasolabialfalten verstärkt haben, dass er plötzlich so richtige Backen gehabt hat. Und ich habe mir gedacht, mei, der wirkt aber alt. Und dann bin ich bei meinen Recherchen eben auf diese Zusammenhänge darauf gestoßen und habe zu ihm gesagt, Schatz, du hast ein Weizengesicht. Das liebt man natürlich heiß, wenn die eigene Frau Therapeutin ist und immer irgendwelche Diagnosen macht. Aber er hat sich darauf eingelassen und hat seinen Weizenkonsum reduziert und voilà, innerhalb von, ich glaube, 1 oder 2 Wochen hat er sein altes, schönes, eigentlich junges Gesicht zurückgehabt. Also der Weizen kann sich ganz krass auf dieses Aufgedunsensein auswirken. Du kannst es ja gerne mal probieren, ein paar Tage den Weizen reduzieren und mal schauen, wie sich das auf dein Gesicht auswirkt. Hier siehst du, wie eng Schönheit und Gesundheit zusammenhängen. Schlechtes Essen und teure Kosmetik bringt gar nichts. Teile dieses Video mit Menschen, die dir am Herzen liegen und sieh dir unbedingt meine Videoreihe über Hängebäckchen an. Ich freue mich wie immer auf deine Kommentare und bis bald.